Januar 2014. Das PietSmiet-Zentralkomitee beschließt die PietSmiet-Qualitätsoffensive 2014. Ein Programm zur Bekämpfung von Welthunger, Klimaproblemen und Klopapier, das nicht an der Perforierung reißt. Ein denkwürdiger Start in ein neues Jahr. Jawohl! Zweiter! Lol, was? Wie? Hä? Ich bin noch im Ziel! Bist nicht im Ziel, du Laberpaket. Jetzt bist du im Ziel. Alter, willst du mich verarschen? Ich bin noch im Ziel gewesen, Alter! Ach komm, was ist das denn für ein Fickspiel, ey? Ganz ehrlich! Warum bist du nicht gesprungen? Ja, wie gesprungen, ey? Ich war schon im Ziel drin! Ja, drückst einfach Y! Ach, hat Bram jetzt gewonnen, ja? Ja. Ja, komm, mach dich auf! Komm einfach! Über die Klippe! Komm, Peter, du schaffst es! Über die Klippe! Ja, Mann! Geronimo! Du bist ein Eis, zu wenig gesprungen. Da war Eis, dummerweise. Verdammt, ich dachte, ich traf Wasser. Mensch, Hermann, ey. Ja, echt, Mann, der kann auch nix, der Junge. Suche W. Warte. Ja, ich war auch. So. 44. Unrasiert. Suche Puff Bumsen. Ey, wieso mit Polen inzensiert? Willst du mich verarschen? Koffe Phoenix. Koffe auch Phoenix. Suche billige Segis. Warte. Suche billige. Oh, mir tut der Bauch weh! Oh. Suche billige, willige Zuchtstuten zum Besamen. Ja. Nein! 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 Schatz! Nein! Und ich weiß, das ist Wasser in Kombination mit Olivenöl wird jetzt spritzen, aber ich hoffe mal nicht zu viel. Hey Hadi, wo bist du? Ich bin auch am Start. Ich meine Internetverbindung stürzt schon Loch. Wieder. What the fuck? Ja, wo hier. Denn? Ja, dreh dich mal um, andere Seite. Alter. Wow! 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 Ja. Ey, du kommst halt hier nicht raus, weil du nichts abbauen kannst. Alter Vater. Ach so, ja genau, du kannst nicht abbauen, hier der Spawn ist. Echt? Oh nein! Nice. Das müsst ihr euch reinziehen. Du bist wieder so wie so ein Zirkustier gerade. Wir hatten jetzt schon Schokolade mit Chili und den ganzen anderen Kram. Aber Fisch mit Lakritzsoße, das ist das letztendlich das Rezept. Die 5 besten Sprüche 2014. Platz 5. Leute! Mann! Meine Nase juckt! Mann! Mann! Warum spielt er denn dahin? Boah, und warum denke ich, jeder zweite Spieler ist von mir? Platz 4. Ist der denn auch explodiert oder nicht? Nein, der ist eiskalt weitergefahren, der Spacko. Ja, wie natürlich nicht, wenn unsere Explosion euch noch gekillt hat. Ja, aber der war schon zu weit weg, ey. Können wir nicht so ein Quaddy-Box! Mein Gott, ist eigentlich schon wieder betrunken, oder was? Platz 3. Ne Leute, wisst ihr Bescheid? Hat der Sepp mal wieder voll nachgedacht. Lapis Lazuli brauchen wir nicht, Federn brauchen wir schon. In der Menge auf jeden Fall. Einen Haken? Ja, einen Haken brauche ich auf jeden Fall, alles hat einen Haken. Nur die Wurst hat 2. Na, vielleicht ging das auch irgendwie anders. Wahrscheinlich. Platz 2. Hutewoll. Und so weiter. Dann danke ich mich an dieser Stelle für euer... Danke ich mich voll krass, Alter. Für euer Zuschauen. Wir freuen euch bis jetzt morgen für euch. Da geht's nämlich für uns nicht weiter, aber für euch. Maximale Verwirrung, Alter. Oh, geil. Platz 1. Ja, wir tun mal so, als wenn wir nicht zusammengehören würden. Natürlich, der eine von euch kennt ihn, weil der eine von euch versucht, mich abzulenken. Was?
Das stimmt ja gar nicht. Das ist ja Hammer gelogen, Junge. Ich bin nur hier, um die heimische Insektenflora zu erkunden. Boah, ein seltenes Exemplar des langfingerigen Flüglers. Dieses Exemplar hat es hier seit 50 Jahren nicht gegeben. Faszinierend. Oh, da an deinem Reifen ein gelb gepunkteter Langschneckenfliegler. Februar 2014. Das Wirtschaftswunder in Deutschland ist in vollem Gange. Durch die Beatsmeet-Qualitätsoffensive 2014 haben die Menschen wieder Hoffnung und gewinnen an Lebensfreude zurück. Nur die Landwirtschaft erfährt in diesen Tagen eine Stagnation. Dafür berichten Hersteller von Traktoren einen Rekordumsatz. Vor allem sind wir auch alle schön gleich. Boah, Alter, lauft mal, bitte. What the fuck, Alter? Die Animation vom Laufen. Alter, ich hab selten sowas Schlechtes gesehen. Ey, leck mich halt am Arsch. Meinst du, wir können die da oben wieder rumlaufen? Ich kann die halt... Lol, ich kann die hier durch erschießen. Nein, nein, nicht. Jawohl, jetzt geht es los. Wir sind in dem Tunnel. Wir sind bei ja, ich bin auch ein Freundschaftsgeschenk mit. Wo hast du denn dein Fahrrad hier? Geil ist das? Nee. Alter, ich bin's nicht. Bram, Chris ist es. Ich muss da die Tilt, weil er angefangen hat gegen Pete. Ich bin innocent, Mann. Wer zur Hölle war das jetzt? Was soll der Scheiß? Wer ist das denn jetzt? Bin ich jetzt alleine? Hallo? Hilfe! Wieso tut mein Arsch denn weh? Riss mich voll auf. Ja, momentan sind ja ganz viele prominente Coming-Outs, Peter. Könntest du dich einfach einreihen? Wenn ihr auch. Ey, guck mal, P, da gibt's ein Kaufmenü. Kannst du Traktoren kaufen. Oh, Junge, der Kramer KL 200, den wollte ich schon immer haben. Ja, wedel du mal schön mit dem Schwanz, ne, Schnucki? Hallo. Ja, mir durften schon alle einmal ran. Ich hoffe, das wird auch so bleiben. Ich hab den ganzen Kram hier an den Fingern. So, also. Apfelverschwendung! Boah, fuck, Alter. Pass auf, kann aber auch sein, dass deine Marathon teilnimmt, weißt du? So, und er denkt sich, boah, ja geil, ey, ich mach hier voll krass mit, freu mich. Nee, warte, pass auf. Er denkt sich, oh, okay, 2 Uhr morgens aufstehen, trainieren gehen. So, heißt also, der steht auf, ja, hier ist das Bett, der steht auf, ist voll fresh, Junge. Wird Erster, weil er hier im Wettrennen gewonnen hat, aber ist danach so kaputt, dass er tot ist. Wir wussten, dass hier ein Bett, kannst du mir das mal erklären? Ja, das bedeutet, dass er aufsteht. Achso, ist klar. März 2014. Die andauernde Freude wird schlagartig getrübt. 5 Mitglieder der Kölner Zelle treiben in Kavala ihr Unwesen. Immer wenn irgendwo ein Autodiebstahl, eine Geiselnahme oder ein Banküberfall fehlschlägt, sind daran die Daltons für Arme, wie sie in den Medien bekannt werden, beteiligt. LOL, what the fuck? Mein Auto! Mein Auto! Bram, ich brauch mal deine Hilfe jetzt. Was, wobei denn? Ja, du musst mal ein bisschen mit mir ins Mikro rüpfen. Wir müssen Stuff für nächstes Best of hier sammeln. Oh Gott. Bird of Dogs. Weißt du, wir sind schon fast in Nadezinho. Sie haben wie so ein brasilianischer Fußballspieler. Nadezinho. Okay, jetzt doch nicht mehr. Einfach wurde ich als letzter verlacht. Was ist jetzt passiert? Mann! Was hast du gemacht? Er hat irgendwann umgeworfen, mit Sicherheit. Oh, mein 0,5 Liter Glas naturtrüber Apfelsaft. Oh, Scheiße, Alter. Was macht der dann eigentlich immer? Ich muss sofort nochmal eben meine Socken wechseln. Ja, ich musste mir schon einen Pullover anziehen.
Weißt du, Hadi durchlebt auch gerade die 10 Phasen der Adventure Maps. Ja. Ich bin gerade auf meinem nassen Socken ausgerutscht und hab mir von meinem linken Fuß die Füße umgeknickt. Also die 10. Boah, ja, du fällst immer auf Mr. Kompetenz, ey. Das ist jetzt aber echt der Last Try. Das ist jetzt wirklich der letzte Versuch. Dann reicht's mir nämlich. Da hab ich die Schnauze voll von dem. Nein! Okay, das ist wirklich der letzte Versuch jetzt. Das ist wirklich der letzte Versuch und ich mein's ernst, ja? Ja! Ein Versuch noch, ein Versuch noch. Das ist wirklich der letzte jetzt. Das ist wirklich der letzte Versuch jetzt. Nein! Okay, last try. Das ist... Okay, nochmal. Halt dich doch fest, du Wichser! Okay, komm, nochmal. Du bist so ein Wichser! Okay, ich will das jetzt nochmal probieren. Ich will es jetzt nochmal. Ah! Nochmal. Nein! Okay, nochmal. Ein Versuch noch. Das sieht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Okay, das ist wirklich der last try. Okay, noch. Also, ich will zumindest nochmal irgendwie da, ne? Ja, das sieht gut aus. Nein! Mal, ob du jetzt ein Patty machst oder fünf oder so. Klar, auch ein bisschen länger, aber einer dauert halt länger als... pro Stück als 10. Vor allen Dingen, wie gesagt, um auf die Dinger, auf die... Sandlatsche. In Ulm, um Ulm, an... Ne, in Ulm, um Ulm und um Ulm herum. Aha, okay. What the fuck? Im dichten Fichtendickicht picken die flinken Ficken Tisch... Was? Im dichten Fichtendickicht picken die flinken Ficken... Der kleine plappernde Kaplan klebt klappbare, puppige Pappplakate an die klappernde Kapellwand. The Devilin, ja, what the fuck, ey? Deine Mutter kürzt ab! Und jetzt auch noch absichtliches Abkürzen, deine Mutter! Ach, deine Mutter kürzt doch absichtlich ab! Ach, deine Mutter kürzt absichtlich ab, ganz ehrlich, beim Sex nämlich! Ja, ganz ehrlich, bei deiner Mom bin ich auch mit den technischen Voraussetzungen nicht zufrieden, ey. Einfach zu wenig Möppis, Alter. Step forward now and fulfill your day. Step forward now and fulfill your day. Ich bin fast tot, den musst du fokussen. Ich fokus den, der haut ab. Ja, oh nein, der haut nicht ab. Oh Gott, ich auch. Oh Gott, das ist tatsächlich... Nein, ich bin tot. Ich bin in der ersten Folge gestorben. Ach du Scheiße! Das kann nicht wahr sein! Was haben wir getan? What the f... Das kann nicht sein! Das kann nicht wahr sein! What the fucking hell ist da gerade passiert? Das könnt ihr euch nicht geben! Ohne Spaß, ohne Spaß... Boah, leg mir die... Alter, hinter uns steht jemand. Bist du geschlagen? Ja, ich bin tot. Von wem? Das kann nicht wahr sein. Ja, und ich sag noch, das war doch schneller als beim letzten Mal. Ja, krass. Rekord gebrochen, ey. Aber du bist als erster gestorben. Haha. Das war doch extra, oder? Das war doch jetzt der Running Gag, oder? Das war, glaube ich, echt der Running Gag irgendwie. Ich glaube auch, ey. April 2014. Pizmeet ist um eine Attraktion reicher. Am 8. April läuft die MSS Niveau vom Stapel, ein Flaggschiff, gefertigt und geplant von Star-Ingenieur Sebastian Lenzen. Dieser Kahn ist unsinkbar, sind in diesen Tagen geflügelte Worte. Doch dann der Schock. Keine 36 Stunden später sinkt das Schiff kurz vor dem Hafen von Sankt Kompetenz. Der Grund: Steuermann Jonathan Apelt hat seine Ohren, die normalerweise zum Empfang der Routensignale genutzt werden, falsch eingestellt. Elfmeterschießen, mein, ja, kann ich zumindest auf jeden Fall sehr gut. Mein Steckenpferd sozusagen. Na, was? Nein, oh, nein, no, oh, nein, 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 oh, der Flo hat gewonnen. Und da habe ich einfach den Sepp gemacht. Okay, Bram ist innocent. Bram und hat Sepp weggemacht. Okay. Jetzt habe ich eine 50-50 Chance. Also wenn Bram tatsächlich innocent ist, dann entweder Jay oder Christian. Ich glaube, Christian ist es. Ich glaub, hau Christian jetzt weg. Das ist voll die Scharade. What the fuck? Nein, der war's nicht! Oh Mann! Ach Jay, wolltest du die Gunst der Stunde nutzen oder was? Jay. Okay, Hardy, ja. Der ist es. Ja, okay. Nein, dann kommt er von der Seite. Schade. Lol. Bram, du dumme Hure! Was? Du dumme Hure! Du bist so eine Nutze! Du bist so eine Nutze! Hardy, stirb! Stirb einfach! Ich hab Bram doch gerade gekillt!
Okay, ja. Wie viele Innozenz habe ich jetzt bitte schon diese Runde gekillt? Jay ist ganz schön. Jay hat sich wegteleportiert. Der hat sich wegteleportiert, der kleine Wichser. Klug. Oh nein, und ich habe Bram gekillt, oh Mann! Aber irgendwann wird mir das von der Kebekus, diese Assi-Sprache von der wird mir irgendwann einfach zu anstrengend. Ja, deswegen kann ich auch nicht so lange mit dir aufnehmen. Boah, Peter, der kam zwar schnell, aber der war scheiße. So wie du. Fuck! Mann, ey! Double Diss einfach nur, ey. Voll die Kombo hat er hier rausgehauen. Oh, oh! Muss er hochfliegen, Hardy. Oh! Oh, Vorsicht, Leute! Vorsicht! Oh, Leute! Oh! Warte! Willst du das Ding nicht lieber landen? Ich weiß nicht wie! Ich weiß nicht wie! Ja, Peter! Peter, ja, Peter! Ja, Peter! Ja, der Peter hat's gemacht! Oh Gott! Nein, ich hab unterwunden! Ich bin im Wasser gelandet. Nein, jetzt muss ich aussteigen. Lol, Peter, fährt erstmal ins Wasser rein. Oh, auch jemand, der mich mitnimmt. Ja, ich bin gleich da, Peter. Sieh in die Luft und sieh. Super. Nein! Nein! Was machen die denn da? Da steht ja noch ein Auto. Ja, meins. Du bist so ein Ohrenwächter. Weißt du, ganz ehrlich, du bist so einfach. Mein Mikro, du bist so ein Wichser. Du bist so ein Wichser. So ein scheiß Wichser mit deinem kleinen Minischwanz, ey. Boah, wie kann man nur so gehässig sein, ey? Du bist so eine Hure! Ich hab dich voll getroffen! Ich hab dich getroffen! Stärkt Abwehr gegen Stoßangriffe. Bräuchte meine Freundin auch. Boah, Junge! Tippe! Gekillt! Das war... Safe, würde ich sagen. Mai 2014, US-Präsident Kennedy besucht Peetsmeet, um sie zu einer zweiten DSA-Season zu überreden. Zu diesem denkwürdigen Ereignis erscheinen tausende Zuschauer in Berlin. Weltbekannt wird Kennedys Appell: Ich bin eine Nugetschnitte. Doch Peetsmeet kommt seinem Wunsch nicht nach. Die neue DSA-Season wird auf 2015 verlegt und Kennedy platzt daraufhin vor Wut der Kopf. Nein! Oh, wieso komme ich da nicht rein? Oh, wieso komme ich da nicht rein? Jetzt hast du und haben wir es auch geschafft. Das ist doch Käse. Na, eine Leitbahn, da wieder hochzukommen. Lang gereift den Eichenfass. Aber das ist praktisch. Reift der Käse vor sich hin. Damit er zart und deliziös wird, zergeht er auf der Zunge wie eine Trompete im Wald. Denn so wie es im Wald hineinschallt, schallt es auch hinaus in dein Gehör. Alles klar, also der Real Madrid ist richtig, richtig pisst, ja. Er hat gerade zu mir gesagt, er will mich umbringen, wenn ich die Safe Zone verlassen habe. Direkt. Das ist der Typ. Ich habe mein Mikro gerade angelassen, die haben das gut gehört. Das Jay. Jay, dein Mikro ist an, hat sie gesagt. Laber nicht. Nein! Oh Mann! Okay, wir müssen in dieser Dreckiger. Nein! Ach, komm schon! Ach, fuck! Wix! Scheißspiel! Warum springst du denn? Da ist so eine Treppe. Ah! Oh, ficken! Ah! 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 Oh Gott! Auch hier bekommt man den Eindruck, dass die letzten Arbeiten in diesem Spiel noch nicht so lange her sind. Am Ende des Ganges. Oh Gott. Trinkelpause. Bestimmt mehrere. Ich kann mir nicht vorstellen. Lol. What the fuck? Wieso hast du den Baum? Weil der so fett war. Aber der hat ein Gesicht. Das ist eine Begründung. Wow.
der war mal echt eklig, ohne Scheiß. Das war gegurgelt, oder was? Das muss ich auch kriechen. Und muss ich so klein kriechen. Bin? Du bist mit 1,69 meiner Meinung nach groß. Größer als ein Kind. Oh, gibt aber auch große Kinder. Ja, die müssen dann auch kriechen. Komm schon, nimm deinen scheiß einen Arm, den du da noch hast und dieses andere Gedöns, was da dranhängt. Und fass das Fahrzeug an, wie ich Peters Mutis Hintern immer begrapsch. Nimm es! Sepp hat die Bombe geplantet. Sepp hat wieder die Bombe geplantet! Alter, was hat Sepp da gerade in der Ecke gemacht? Hat er die Bombe wieder mal geplantet? Peter, ja, Sepp hat die Bombe geplantet! Sepp, wir sind... Warum schießt du denn auf mich? Sepp, du bist schon wieder beim Bombeplanten erwischt worden, ey. Nein! Natürlich! Die 5 krassesten Fails 2014. Platz 5. Ja, mit dem kann ich leider nichts machen. Ja, und Licht nach links. Deswegen dance ich nicht. Nee, und Licht nach links. LOL! LOL, ich dachte, das ist das Ding zu überspringen! Sehr gut. Damit war ich nicht der Schlechteste. Oh nein, was war das denn? Das war natürliche Selektion, Hadi. Och, das ist doch behindert. Platz 4. Warum benutzt du eigentlich nicht den Duo? Quatsch, ich diesen Extractor. Was denn? Du hast gerade alles hier drin in die Luft gesprengt. Das war ich nicht. Aber was hat inklusive, der gemacht? Inklusive mehreren Diamantkisten. Ja, dann bau also das ja wieder auf. Ich guck mir doch vorher nicht komm, an, go, go, was ich trolle. Dann bau das doch wieder auf, dann ist doch gut. Du hast einfach nur alles kaputt gemacht. Alter, nichts weiter ist passiert. Nichts wie alles kaputt gemacht. Du hast, Entschuldigung, also ich... Spasti, jetzt brauchst du dich nicht entschuldigen. Du hast alles kaputt gemacht. Platz 3. Das Auto denn im Arsch? Ja. Oh ja. Nein. Da hast du die Reifen kaputt geschossen. Oh nein, was für Arschlöcher. Oh, jetzt warten wir einfach, bis der nächste kommt. Rauben den aus und nehmen uns das Fahrzeug. Komm, der hat keine Waffe dabei, der hat gar nichts. Komm, Bram, walte deines Amtes. Los. Schnappen dir und sag dem, der soll das Auto doch vorher aufschließen oder so. Auf dem Boden, auf dem Boden, das ist ein Überfall. Schau dich um. Hat doch gar nichts dabei. Ja, okay. Doch, du hast dein Auto dabei. Doch, du hast das dabei und zwar, was ich brauche, weil meine Karre ist im Arsch, ich brauche deine. Oder Toolkit. Toolkit habe ich dabei. Boah, wer hätte das nein müssen, Leute. Weißt du, was, der hätte mich auch gefragt. Okay, da kannst du wieder aufstehen. Das ist cool. Wenn du jetzt ein Toolkit gibst, dann ist cool. Ja, bester Überfall ever. Leg dich auf den Boden, bitte gib uns ein Toolkit. Ich brauch dein Auto oder ein Toolkit. Ja, ein Toolkit habe ich. Ja, gut, okay, dann nehme ich das Toolkit. Alles klar, vielen Dank. Die nettesten Banditen aller Zeiten. Ohne Spaß. Platz 2. Moment, wer hat Sepp gekillt? Möchte ich mal kurz hören. Also ich glaube, es haben 3 Leute ich auf glaube, geschossen. Ich war ich das. Weiß nicht, ob ich das war. Moment, oder das kann aber nicht sein, weil einer Ahnung. Von denen, der auf Sepp geschossen hat, der ist dann Traitor. Also hier steht, it appears, eine Aug ist blöd. Wer hat eine Aug? War ich das. Alles klar, dann war Hadi das. Hadi, lebst du noch? Nein. Lol, was? Nee. Dann darfst du doch gar nicht reden, Alter! Also, ich dachte zur Aufklärung des Falls. Nein, du darfst überhaupt nicht reden! Alter! Okay. Dann halte ich die Schnauze. Oh mein Gott! Das tut mir jetzt leid, ich dachte, das wäre jetzt überlegt. Das war jetzt voll die wichtige Information. Ich kann aber nur so ein Noob sein, Hadi. Lebst du noch? Nö. Ach so, okay. Kein danke. Ding. Platz 1. Ja, lass den aber mit auf der Straße stehen, ist doch gut. Stell ihn quer drauf. Aber stell auf jeden Fall den LKW so hin, dass da Leute hingehen. Alter, was macht der da mit dem LKW? Alter, wo fährt ein LKW da lang? Da kommt ein LKW an. Ja, perfekt. Peter, macht los, stell ihn doch mit auf die Straße. Weiß doch. So, jetzt Zugriff! Aussteigen! Überfall! Stehenbleiben und aussteigen! Oh, das ist natürlich jetzt schade. Das ist ein Heli! Egal! Ausrauben! Die Polizei landet. Das sind die Bullen! Das war Frauen im Hatchback! Ich sag mal, das sind nicht keine für Geld! Ich hab 80 Dollar hab ich ihm abgenommen, ja sicher!
Da passen aber keine 5 Leute rein. Ich bin minimiert! Ja, ich dachte, du. Ich bin drin. Ich bin drin. Nein! Da kommt was anderes an. Vorsicht, Alter, Vorsicht, das ist Klappband! Vorsicht! Vorsicht! Was geht hier ab? Oh, oh Gott! Fahren! Ja, mein Gott! Ja, mein Gott! Das war auch ein raus! Raus! Wie raus? Ich kann das nicht. Ach so! Scheiße, Mann, was machen ihr Kinders? Renn! Renn und lass dich nicht erwischen. Juni 2014. Die Welt ist im Fußballfieber. Dennis D. Hartwigskinder, FIFA 1 bis 15, treten für Deutschland bei der Fußballweltmeisterschaft in Brasilien an. Trainer Sebastian Lenzen hat große Erwartungen. Er gehe davon aus, dass bei jedem der Spiele mit deutscher Beteiligung mindestens die Hälfte der Spieler aus der deutschen Mannschaft sein wird. Und das Unglaubliche tritt ein. Deutschland wird Weltmeister. Ohne Lenzens kompetente Einschätzungen hätte die deutsche Mannschaft einen solchen Erfolg niemals verzeichnen können. Ja, sicher, bitte! Ja. Willst du mich verarschen? Alter, ich fahr durch beide Routen durch und Christian kriegt den richtig fett ab, ey, ohne Scheiß. Da flog ich gerade was. Ach, Peter, jetzt hör doch mal auf, dich zu beschweren und genieß die Leichtigkeit Peter! Des Lebens. Was soll ich genießen? Die Leichtigkeit des Lebens. Aber ich bin nicht leicht. Warte mal, wo ist egal, lass die Kings überfallen, dann kommen die mit 5. LOL! Was ist denn das? Der fliegt da! Was ist denn das? What the fuck? Was ist jetzt passiert? Alter! Jay ist gerade aus dem Heli gesprungen! Ich wollte schreiben, Mann! Alter, ey. Eine weitere beliebte Möglichkeit ist der sogenannte Sauger. Höchst erotisch. P-Motor starten. Oh, hört ihr das? Das ist doch Musik in den Ohren eines jeden. So. Was macht ihr denn da? Was macht... Nein! Oh! Das gibt es nicht! Nein! Nein! Das ist unglaublich! Weiß ich nicht genau, wofür das ist. Klingt aber auch cool. Nus. Nein! Mann! Wieso kriege ich denn immer Münzen? Ich will keine Münze! Schon wieder Münzen! Das kann doch nicht sein! Nein! Wieso denn nicht? Ich bin doch Adi! Wenn ich jetzt wieder Münzen kriege, raste ich aus! Erstmal hupen! Ey! Bus! Auto! Ah! Hallo, kannst du mich hören? Münzen? Schon wieder? Jetzt habe ich schon wieder Münzen! Schon wieder Münzen! Boah, wieso kriege ich jetzt weiter Münzen? Münzen! Münzen! Jawohl! Null! Elfmeter! Ja, guck dir das her! Fick dich, Jay, hier! Schluck das, du Kleiner! Das ist ja einfach, Mann! Was ist so anders? Da kriegt er erstmal einen Hustenanfall! Oh nein, kein Roter, nein! Oh, kannst du mal ein bisschen weniger. Und Jay, kannst du mal aufhören zu husten? Und Dr. Tod und ich sind da halt immer eigentlich gern zu haben für, gerade für Roleplay-Sachen. Und gestern war es halt nicht ganz so cool, weil... Sorry, das war echt so ein Lacher, der war einfach so rausgerissen. Okay, gestern war nicht ganz so cool, ja? Übergehen wir das einfach. Danke. Juli 2014. Das größte mediale Ereignis aller Zeiten steht bevor. Peterchens Mondfahrt. Während Pilot Brammen mit dem Kommandomodul in einer Umlaufbahn um den Mond verbleibt, besteigen Kommandant Apelt und Offizier Smits zunächst sich selbst und dann den Mond. An diesem Tag wird Geschichte geschrieben. Ein kleiner Schritt für mich. Aber Brams Schritt ist kleiner. Das sehen wir gleich, ja? Ja, das sehen wir gleich. Aber die sehen schon geil aus. Schmitzo! Und wir haben uns jetzt... Ich wurde auf dem Walk of Fame, wurde ich King Nigger Dennis genannt, ja? Ja, von einem Schwarzen, ja. Ja, und? Ja.
Das ist ein ganz großer Unterschied. Ja, aber der, ich war sein Eminem König. Eminem ist der Einzige, der zu schwarzen Jungmann sagen darf. Ich bin sein König. Er hat mich so genannt. Scheiße. Ich hab Angst, Jörg. Er hat mich so... Boah, das gibt dir schon wieder... Willst du sagen, das ist dein Sklave gewesen? Nein. 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 Das will ich nicht sagen. Items needed. Blätter, Sticks. Wo krieg ich denn Blätter her? Oh, was ist das denn für ein Baum? Was ist passiert? Alter, ich häng in der Karte fest. Das ist nicht... Alter, ich häng in der fucking Karte fest. Im Spaß. Du musst doch auch mal auf den schießen! Mann! Oh nein! Damit hat der alles ohne Spaß. What the fuck? What? Ich würde schon begrüßen, wenn er einfach mal in die Kommentare schreibt, was für eine Pussy Hartwig doch ist. Hast du gerade gesehen, wie der da runtergefallen ist? Ja klar, ich hab's gesehen. Bei den Billo-Sprüngen. Wird ja wohl nicht nochmal bei so einem Billo-Sprung runterfallen. Das kann ja gar nicht passieren, sowas. So, Hardy macht das jetzt. Alter. Ich komm nicht mehr klar auf mein Leben, schön Alter. Scheiße, Alter. Ein bisschen lang, ja stimmt. Alter, jetzt kann ich schon gar nicht mehr darüber lachen. Alter, das kann nicht wahr sein, ey. So, Hadi, jetzt verkackst du mal nicht, ne? Dann wäre mal ganz gut. Kann nicht sein. Dann tut sie auch immer Schiff bei den Sprüngen. Aber dann dachte ich mir so, Boah, das kann nicht wahr sein! Also ich will jetzt mal AFK kurz komplett The Forest aufnehmen. Alter, das gibt's doch nicht, ey. Meine Fresse. Ah, bist du Kackjes, ey. Leck mir am Sack, ist das lustig. Now the time to relax your mind. The Pokey Technician is back. Technician is back. August 2014. Auf St. Pauli der extravaganten Villengegend kommt es zu einem Super-GAU. Dennis D. Hartwig wird wieder einmal Letzter bei Mario Kart 8. Vor Wut bringt er dabei versehentlich sein privates Atomkraftwerk zur Explosion, welches Anfang des Jahres in Hartwigs linken Nasenloch gebaut wurde. Wochenlang müssen verstrahlte Lebensmittel aus dem Verkauf gezogen werden. Hartwig verzieht sich danach auf eine einsame Insel, um sich den Reparationszahlungen zu entziehen. Ich hab einen Esel bekommen. Alter, der Esel! Geh da weg und mach den auf die beiden Blauen! Ja, wie funktioniert der denn? Der kommt von oben runter, der kommt von oben runter und stampft sich bis zum Boden durch. Der Esel ist der Oberknaller. Lol. Alter, der ist ja voll scheiße. Der ist ja voll scheiße. Das funktioniert ja spitze. Wohin benutzt den Esel? Ohne Scheiß, was ist denn das für ein Drecksteil? Alter. Boah! Oh nein! Falsche Richtung! Ey, was macht mein Typ denn da? Was macht der denn da für eine Scheiße? Was macht der denn da für einen Dance-Move? Willst du mich verarschen? Pete, hörst du mich? Komm in den Fahrstand. Ich brauche deine Hilfe. Ich meine, wie genial ist das, dass der Hauptcharakter in diesem Spiel Pete heißt? Wie awesome! Was ist denn das für ein Scheißspiel? Komm, ich brauch gar nichts, Mann. Oh, Bram, ich geh mal eben was zu trinken holen, okay? So, kämpfe gerade. Quest Equip. Wie geil das ist! Und was? Der zaubert ja sogar automatisch! Oh, hier. So, jetzt habe ich eine geile Fähigkeit benutzt. Ach, guck mal, so, jetzt soll ich wieder zurück. Ich tue die ganze Zeit echt gar nichts. Ich guck, wenn du dabei zu mich von Anna B. renne. Hab mir gar nichts an Eisen. Hase. Da ist es wieder! Ey, die Sounds sind doch voll aus Dead Island genommen, oder? Da hat man die doch auch immer gehört. Wenn man die gehört hat. Also,
ne? Wenn man. Ah, fuck, wie gerne ich dieses Ding da jetzt hier irgendwie von meiner. Irgendwie. Hier, ne? Alter, das wird ja. Irgendwie kommt das relativ oft, oder? Als Zufall, Bram. Könnte sein. Du kannst ja auch bei dem Münzwurfbein theoretisch 10.000 Mal die Zahl würfeln. Boah! Ja, genau! Ihr geht mir so am Sack heute! Alter Vater. Komm mal raus, der Baum rennt weg. Der rennt weg? Der brennt. Ja, Hardy war am Anfang der Runde AFK und hat sich nicht bewegt, also habe ich den mal weggesnackt. Echt? Hardy, warum machst du AFK? Hardy? Ist klar. Als ich tot war, bin ich pink. Geiler Scheiß. Moment. Der ist ja so wie Ken. Wie war's denn? Hey, oh. Ich glaube, wir verlieren gerade einen aus dem Pizmi-Team. Bald wird ein Platz frei. Was? September 2014. Der Krieg scheint unausweichlich und schließlich verkündet Adolf Smits am 1. September. Statt 15.45 Uhr wird zurückgeschossen, sobald ich meinen Morgenstuhl beendet habe. Kurz darauf beauftragt er Christian Stachelhaus mit dem Bau von 100 TNT-Flakgeschützen. Doch ein unschuldiger Soldat kann den Krieg gerade noch verhindern. Dennis Brammen schießt eines der Flakgeschütze asynchron ab und zerstört damit alle weiteren Geschütze. Alter, ich war gerade auf Toilette. Ich dachte, ohne Scheiß, das geht jetzt weiter direkt. Ich schaue auf Toilette voll am Spritzpissen. Schneller! Scheiße, es geht weiter! Ich bin voll beeilt und jetzt sehe ich, wir sind im Scheiß hier Menü. Oh Mann! Noch 49 Sekunden, hättest du die ganze Tour noch abgehauen. Oh nö! Wahrscheinlich voll abgeklemmt. Bitte. Oh, I'm not even mad. That's amazing. Oh shit! Warte. Das ist ein Witz! Ich hab Duel Berettas Yachthafen bekommen. Und dann noch in der behindertsten Ausführung, die es gibt. Was ist das? Einsatz erprobt, ey. Ganz ehrlich, verpisst euch mit so einer Scheiße. Ganz ehrlich, kannst du mal richtig hart die Rosette lecken, ey. Weißt du, ich finde, das ist so eine Frechheit, dass in der Kiste, dass du erstmal das Glück haben musst, dass die Asimov überhaupt da drin ist. Und dann musst du das Glück haben, dass du die ziehst. Weißt du, das ist Abzocker 35. Weißt du, da ist selbst EA nicht mal so schlimm. Boah, ganz ehrlich, sowas kotzt mich einfach nur an. Weißt du, wie kann das denn sein, dass so ein Lappen wie Peter so die Mega, das Messer zieht, weißt du, nach 15 Kisten. Wie kann man nur so ein mieser Lacker sein? Da muss man mindestens 3 Sterne für haben, Hardy. Fuck you. Also ganz ehrlich, das ist so ein Witz einfach nur. Wir stehen ja auch immer sehr viel später auf als viele andere. Alter, kurz vorm Ziel! Nein, du bist ein Alter! Alter, was zum jetzt mal ganz was? Im Ernst! Das kann nicht! Peter ist vor mir vor der Ziellinie wieder aufgetaucht, weil er runtergefallen ist und ich bin Fünfter, weil das Spiel vorbei war. Fick dich, Nintendo, ganz ehrlich. Nein, ich bin genau auf der Zielgerade bin ich wieder rausgekommen. Ach, hier, fuck you, Sorbeland, so. Sorbeland! Wie gut ist Jay gerade eigentlich geworden? Ich bin Erster geworden. Sorbeland! Ja, lass uns Sorbeland. Das hab ich so nicht gesagt, fuck you. Sorbeland! Das wird von Mal zu Mal schwuler, wenn Bram da ist. Du bist aber etwas overschminkt. Du hast ein zumindest sehr gebärfreudiges Gesäß. Peter, ich ramm dir meinen Penis so fett in dein Gehirn. Wow. Du musst aber erstmal aufbauen mit deinem kleinen Mikrobohrer. Da hat der wahre Ingenieur gesprochen. Frei wie ein Adler! Boah, das ist richtig gut. Das könnte gut sein. Boah, guck mal, wie er fliegt. Oh, Scheiße! Oh, nein! Lol, das ist ein Scherz. Ja, wir können die Mining Tour... Ach, nee, komm mal nicht. Jetzt tu nicht so, als wäre ich hier der Böse. Ja, ich hab mir wenigstens vorher den Scheiß mal angeguckt, damit wir überhaupt in Turtle anlaufen. Ich bin davon ausgegangen, dass du total... Jetzt tut er wieder so, als wenn er der Mama sieht. Ich bin davon ausgegangen, dass du selber nicht nachdenken musst, Mama. Alter... Hey, schade, Peter war ein Unfall. Das hört der Peter auch immer, wenn er mit seinen Eltern redet, oder? Der war aber, naja. Ich höre kein Zirpen. Synchronität, Versprechen. Erfolg bei Varo, Versprechen. Sich, Versprechen. Bei Ergo, Versprechen. Je mehr, desto besser.
Dergo. Versprechen aus Versehen. Oktober 2014. Zusammen mit Dena entscheiden sich PietSmiet in Kooperation mit dem Brausehersteller Seppieu einen eigenen Formel-1-Rennstall zu gründen. Doch schon früh sind Verluste zu verzeichnen. Neuling Brammen bringt Mehrfachweltmeister Apelt im zweiten Rennen zum Drehen und wird seitdem vermisst. Kurz darauf schließlich muss der gesamte Rennstall geschlossen werden, durch dubiose Machenschaften wird der Karren gegen die Wand gefahren. Was macht ihr denn? Alter, ihr seid mir voll drauf gefahren! Boah, Peter, du Spasti! Ich bin da! Peter! Aber jetzt zieht voll durch, die Sau! Jetzt zieht voll durch! Ich fass dich nicht, aber jetzt krieg ich dir erst, du Schabracke! Jetzt pass auf! Und dann zieh ich raus und Peter, zieh mich! Drück mich fest an die Wand! Leck mich am Arsch, so, aber keine Schnitte. Und da überrunde ich noch direkt einen mit, damit wir erstmal Platz zwischen uns. Alter! Wer schiebt mich denn da voll an die Seite? Was war denn das jetzt, Peter? Hallo? Ich kann nicht mehr, mein Magen, mein... Peter! Peter! Alter, ich dreh mich gleich! Bist du bescheuert? Ja, Peter hat mich überholt. Aber der beschleunigt... Alter, Peter! Alter, du hast mich in die Wand gedrückt! Du hast mich in die Wand... Peter! Was tust du? Willst du mich voll verarschen? Das ist ja wohl ein Scherz! Eine Sache, die ich ja krass finde, dass irgendwie die ganze Zeit das Getreide nicht da bleibt, wo das ist. Ey, warum geht denn das kaputt? Das scheiß Getreide. Das geht immer von alleine weg. Na, Papa! In welchem Geschäft sonst gibt es so viel Kohle zu verdienen wie in dem ältesten Geschäft überhaupt auf der Welt? Ficken! Scheiße, mein Haus brennt. What the fuck? Oh scheiße, ist das schnell. Nein! Fuck. Geh aus. Nein, Chase, Haus brennt! Alter, oh, Peter! Mein Haus brennt! Ja, und ist trotzdem liberal. Ja, aber es ist das Tierschutzgesetz ist über die EU geregelt. Ich habe noch mal ganz kurz eine andere Minecraft-relevante Frage. Nee, ist gerade nicht. Die rechtspopulistische Dunst Volkerpartei befürchtet laut Politico, dass Sennemek wegen der Verbote in Nachbarländern zum Mekka für Sextourismus mit Tieren werden könnte. Wie kriegen wir Strom nach unten, ihr Boxen? Peter, nur weil du die Frage jetzt einfach spontan einwirfst, heißt das nicht, dass das jemand interessiert. Man kann doch keine sexuelle Beziehung haben mit einer Kirche. Die Taste muss man noch mal drücken, um herauszufinden, wie etwas hergestellt wird. Aber Peter, jetzt geh doch mit Minecraft weg, ey. Ersago, musst du mir jetzt erstmal beweisen, dass die überhaupt gequält werden damit. Peter, kannst du mir noch mal kurz zwei Dias geben? Ach so, jetzt ja. Jetzt reden wir wieder über Minecraft, ja? Damit die dann auch so richtig motiviert ist, ihren Erotikroman zu schreiben. Wie nennen wir den denn? Aladdin und die wunde Schlampe. High five. Aber nicht mit dem Schwert. Nee, hab ich nicht vor. LOL. Hadi ist gerade an meiner Testerspule geplatzt. Boah, jetzt. Sehr gut, Hadi. So geil. Meinst du im Silo? Oh nein, ich wieder. Nein! Die Dunkel kann nicht sein! Ich ist euch schon klar, dass ich euch jetzt alle abziehe, Fickfresse. Sag mal, wo ist aber eigentlich unser selbsternannter Mario Kart-König heute? Fick dich einfach, Nintendo! Fickt euch! Der Jizzer hat ausgejizzt! Ja, das war wohl. Ja, so häufig am Tag geht auch nicht. Jetzt hab ich keinen Bock mehr, ey. Ja, scheiß Spiel. Ey, das Spiel ist so scheiße, ganz ehrlich. Was ne Scheiße. Ja, ja komm, verpiss dich, letzten. Lakitu. Das Spiel stinkt nach Maggi. 87773. Dieses Kackgame einfach nur. Oh ja, komm, was für ein behindertes Scheißrennen, ey, ganz ehrlich. Oh, was für ein Fickspiel, ey. Ja, und der vertritt uns beim Mario Kart Event, ey. Wow. Deal! Nein! Ja, fuck you! Weiter. Fünfter, fuck you! Nein! Verpiss dich! Du bist so eine Hure! Woher kommst du denn, Alter? Jetzt mal ohne Spaß, ey! Das Spiel ist doch sowas von behindert einfach! Jetzt fahr ich zwischen den Items durch als letzter, ey! Behindert! Ach komm, ey! Das ist doch so ein Stress. Boah, Hadi, zweiter Platz reserviert! Ach, halt dein Maul einfach! Oh, ich, Hadi, gerade letzter geworden! Hab ich das richtig gesehen, Mami? Und so einen schicken wir ins Turnier! Und dann geh doch selber, du Homo-Fürst, ey! Ja, gerne! Alter, ganz ehrlich, das Spiel ist so behindert!
Wird die ganz so behindertes Fick-Game einfach. Hat damit Skill nichts mehr zu tun mit so einer Witze. Ja, dann prall ich da oben gegen das Schild und dann kommt ein behinderter roter Panzer, ey. Ja, komm! Das ist so ein behindertes Drecks-Huren-Fix-Spiel, ey. So ganz ehrlich, das ist so ein Pissspiel, was? Kackspiel, ohne Witz. Kackspiel, ey. Das Spiel ist scheiße. Seit wann können Panzer denn fliegen, ey? Komm, jetzt klatschen wir nochmal alle für Hardy, wie dieser Cooper da. Spiel stinkt. Gerade, ich kann mich ja täuschen, aber ich habe das Gefühl, das Spiel hat nicht so viel Fun-Faktor mehr für dich, seitdem du schlecht bist. Also die letzten 60 Folgen. Das Spiel ist so gay einfach nur, ey. Jedes Spiel ist gay, wenn du scheiße bist. Nein, also jedes. Das Spiel ist richtig gay. Jo, bestes Spiel aber. Ja, das war doch ein Spaß für Groß und Klein, außer für Hardy. Bis zum nächsten Mal, vielleicht gewinnt ja dann Hardy. Tschüss! November 2014. Die Überraschung ist groß, als sich Pietsmiet spontan dazu entschließt, die Mauer, die fast 30 Jahre lang Ost von West trennt, zu öffnen. Ein geteiltes Land in grenzenlosen Freudentaumel. Ab sofort. Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich. Legendär die Rede von Hardy Genscher vor hunderten DDR-Flüchtlingen im Garten der Prager Botschaft. Was geht, Hardy Genscher? Game News. Edo Robst. Was? Was? Gem Use Edo Robst? Keine Ahnung. Egal, du bist offenbar genannt. Hey, cool, eine Truhe. Hey, ich bin gesprungen. Bullshit. What the fuck? Ich kann nicht springen. Der Turm ist gemein zu mir. Okay, dann versuchen wir es so. Nein. So, jetzt aber jetzt mal Butter bei der Fische. Ja, guck mal, jetzt Dreier-Posch mit rein, Vierer-Posch mit rein. Knüppel! Und ich hab ihn weggestrichen! Ja! Das ist ja cool. Und tschüss. Das ist in der Tat ziemlich cool. Das ist ja abgefahren. Oh Gott! Ich hab nur noch... Und 3 Sekunden! Ja, unter Wasser bleiben ist cool. Nein, was mach ich denn? Oh nein, darf ich mir mit der Zeit aber beste selber? Beste Runde ever, ey. Scheiße. Ich wollte die Idee auf die Wie geil! Dann erst mal die Granate auf den eigenen Wurf schmeißen. Panikreaktion 5000, ey. Willst du Peter vorne sehen, musst du die Tabelle drehen. Ein Nasenloch, so, das ist verschlossen. Wenn ich jetzt so mache. Oh. Alter! Fühlt sich aber wie geil an. Boah, da gebe ich mir direkt nochmal einen Schuss von, ey. Da machst du jetzt einmal kurz Rechtsklick da drauf. Und dann gehst du da durch. Ja, oh ja, alles klar. Das ist echt deprimierend. Wie mache ich das wieder rückgängig? Oh. Ich habe keine Allergien. Früher habe ich angefangen. Mhm. Ja? Ich war im Schachclub. Und ich spiele bis heute. Okay, ich habe im Schachclub gespielt auch. Oh, meine schwarze Figur ist weg. Ja, das liegt doch daran. Soll ich sagen, woran das liegt? Woran liegt das denn? Ja. Das hat nicht aufgepasst. Hey, was ist denn das? Ja, komm, hier, jetzt noch Feuer. Boah, jetzt hast du es mir aber gegeben. Ja, ja, pass mal auf. Warte mal, da bist du jetzt hier aber ganz gechillt ist das hier. So, pass mal auf, mach ich nämlich den hier. Und jetzt bringe ich dich voll aus dem Konzept. Okay. So. Weißt du, das geht nämlich jetzt ganz easy hier. So, weißt du, das ist nämlich die, Rödelmaster-Taktik. Kennst du den? Ach, die gute Rödelmaster. Hans Friedrich Rödelmaster, der hat damals 1937 diese Schachtaktik, die ich gerade spiele, entwickelt. Okay. Und die sorgt dafür, dass ich innerhalb von 18 Zügen gewinne. Boah, das hast du mir fast gegeben. Ja. Schach. Das ist kein Schach. Das ist ein Schach. Aber doch kein Bullshit. Bist du kein Schachmann? Mach mal halblang hier, ja? Also, jetzt mache ich nämlich den hier, wenn du das mit deinem Schach spielst. Ich weiß. Ist auch besser für dich. So, alles klar. Ja, jetzt mache ich nämlich den hier. Mhm. Ja, weißt Bescheid. Den Rödelmaster. Das ist übrigens die Juckelfunk-Formation hier vorne. Ja, voll geil. Ja. So, was mache ich denn jetzt?
Dezember 2014. Das Jahr neigt sich dem Ende und es wird klar, die Pizmeet-Qualitätsoffensive 2014 ist gnadenlos fehlgeschlagen. Massenproteste im ganzen Land. Experten gehen davon aus, dass Pizmeet im Jahr 2014 so viel Inkompetenz wie noch nie bewiesen hat. LOL! Das ist aber schade. Ja, komm, fick mich in alle Löcher, ihr Nutzen! Tut mir leid. Ja, komm, noch eins, mein Ohr war noch frei. Und damit ist die heutige Aufnahmesession vorüber. Ja. Hadi hat sich schnell über den Arsch geschoben. Ja. Ich hab aber das Mega-Man-Stream gerade bei YouTube angemacht, Junge. Jetzt geht los. Battle Royale. Bam, 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 bam. Ich glaube, Bram ist gestorben. Ja, Bram hat gerade einen Abgang gemacht. Jetzt bin ich aber gespannt. Panik, der kriegt. Ja, eins und fünf. Nein! Alter, der hat zu der Tastatur weggefallen. Na, Jay? Na? Sind wir hier im Turm drin? Oh shit! Das war dumm. Dumm, die dumm, die dumm. Nein! Nein, nein! Oh mein Gott, ich muss auch. Was machst du denn da von der Kacke? Nein! Nein! Jawohl, nein, Junge! Wie awesome! Ich komm nicht weg! Wie awesome! Warte, pass auf. 3, 2, 1. Ja! Nein! Christian, Alter, du fucking Tier! Bram, du gehst mir hart auf den Sack mit deinen scheiß Planting-Kack immer direkt am Anfang. Was hast du dagegen? Das ist doch voll super. Ja, du machst auch kaum Kills. Selbst ich bin rechts neben dir gestorben, du Wichser! Du kannst mich nicht gesehen haben! Oh shit, du! Ich glaube, der ist ziemlich weit oben. Ich glaube auch. Ja. IP. Trotzdem. Oh, also das ist der Qualitäts-EA-Kuli, ja, der schnackt so richtig schön. Leute. Und der Pizza-DE-Kuli, ja, der ist schon voll ausgeleiert. Hat ein EA-Kuli? Was ist ein EA-Kuli? Oh mein Gott.